Die wahre Geschichte hinter dem Mord an Tupac. Denn auch wenn es Personen gibt, die genau wissen müssen, was am 6. September 1996 bei dem Angriff auf Tupac geschah. Da ist er doch. Der ist es. Wer hat Tupac Shakur ermordet? Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, denn ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Vlog Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt Die wahre Geschichte hinter dem Mord an Tupac. Crazy Thema, auf jeden Fall Rest in Peace, Pac, ich liebe dich, Bro. Pac war auf jeden Fall einer, der mich mies geprägt hat, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Ich habe damals ein Buch geschrieben über Tupac, wo ich jung war. Da war ich 10 oder so. Da habe ich Zeitungsausschnitte rausgeschnitten aus Zeitschriften und dann habe ich Texte übersetzt auf Deutsch und habe dazu was geschrieben und so in so ein Heft reingeklebt. Ich habe so einen ganzen Ordner gehabt, ich habe so einen Pack-Ordner gehabt. Also der Bruder hat mich auf jeden Fall irgendwie damals schon, obwohl ich die Texte nicht mal verstanden hatte, emotional auf irgendeiner Ebene auf jeden Fall gecatcht so. Und deswegen, ich fühle da eine krasse Verbindung und ich bin gespannt auf das Video. Das geht 55 Minuten. Ich weiß nicht, ob wir uns das ganze Video am Stück reinziehen werden, aber wir werden auf jeden Fall mal jetzt reingehen. Wenn nicht, machen wir 50-50. Insolito heißt der Kanal. Noch nie ein Video von dem reingezogen, aber ich dachte mir, das ist auf jeden Fall ein interessantes Thema. Das können wir uns mal geben. Na, Liebe geht raus, Daumen nach oben, Kommentärchen schreiben. Peter geht los, Digi. Und los. At 7:03 p.m. Las Vegas time, Tupac Shakur passed away, y'all. Trouble-plagued rapper and actor Tupac Shakur is dead at the age of 25. Rap star Tupac Shakur died last night after a brief life in a rough bit. Einfach nur 25 Jahre alt gewesen. Das ist so krass, ne? Du musst mal überlegen. Der war 25 Jahre alt. Ich glaube, der war 2 Jahre in der Industrie. 2 oder 3. Richtig krass, meine ich jetzt so. Mit Hype und so. Und hat so eine heftige Prägung dagelassen, wie kein anderer meiner Meinung nach. So, für mich ist Tupac der, Bruder, die größte Legende aus Rap. Muss mal überlegen, in so einer kurzen Zeit, der Junge war was Besonderes. Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas in a car driven by Marion Suge Knight, the head of his label Death Row Records. Der Mord an Rapper Tupac Shakur ist bis heute einer der spektakulärsten Mordfälle aller Zeiten. Auf dem Zenit seiner Karriere. Ich weiß nicht warum, aber wenn ich auch dem, like, wenn ich dem Mann in die Augen gucke und wenn ich den sehe, dass irgendwas passiert da in mir. Ich weiß nicht warum, das war schon damals, als ich ein kleines Kind war, so. Wo ich Pack gesehen habe, das hat irgendwas mit mir gemacht. Ich weiß nicht warum. Mein Herz, irgendwas, da ist irgendwas. Was soll ich dir sagen? Der damals 25 Jahre alte Musiker und Schauspieler erschossen. Und das auf offener Straße, mitten in Las Vegas. Der gewaltsame Tod des Stars löst auch weit über die Rap-Szene hinaus Erschütterung aus. Bis heute ist der Fall ungelöst. Es gibt zwar laufende neue Entwicklungen. Seine Augen sind heftig, Bro. Obwohl im Herbst 2023 sogar jemand im Zusammenhang mit dem Mord an Tupac verhaftet wurde, stehen die Ermittler vor einem Rätsel. Und das vielleicht für immer. Denn auch wenn es Personen gibt, die genau wissen müssen, was am 6. September 1996 bei dem Angriff auf Tupac geschah, da ist er doch. Der ist es. Der ist es. Ich schwöre dir. Der und seine Hinterleute stecken dahinter. Ey, der sieht aus wie ein Alien, ne? Sei ehrlich jetzt. Shakira, ich küsse dein Herz. Shakira, geiler Name. Ich liebe dich. Danke für deine Unterstützung. Danke für deinen Support. Hä? Was meint ihr? Geht schon was, ne? Der hat aber auch so Augen, die sind so nah beieinander, Digga, das ist heftig. Diese Augen, weißt du, wie ich meine? Die sind so nah beieinander, der hat so nah beieinander Augen. Passt, wa? Bruder, Diddy ist, Bro, müssen wir mal Manuel von Domian fragen, Digi. Vielleicht ist ja Diddy einer von den... Ihr wisst, wen ich meine, ne? Ich sag's nicht. Schweigen diese Menschen. Eines ist klar. Mit Tupacs Erfolg kamen Feinde. In diesem Fall geht es um die dunkle Seite der US-amerikanischen Rap-Szene, um Gangstreitigkeiten zwischen Ost- und Westküste und um Konflikte mit anderen Musikern, die wo... Das habe ich voll oft geguckt hier, diesen Rap zwischen den beiden. ...wirklich tödlich endet. The East Coast don't love Dr. Dre and Snoop Dogg. The East Coast ain't got no love for Dr. Dre and Snoop Dogg and Death Row. Y'all don't love us.
Any artist out there want to be an artist and want to stay a star, don't want to have to worry about the executive producer trying to be all in the video, all on the record. Dancing. Come to Death Row. Und darum, was passiert, wenn ein Mordfall zu einem popkulturellen Phänomen wird? Und es geht... Schon krass, ne? Die alles entscheidende Frage... Stellt der Verschwörungstheorien auch auf in dem Video? Wer hat es schon geguckt? Wer hat Tupac Shakur ermordet? Ich glaube, im Herzen waren Biggie und Tupac nie Feinde. Nein, es wurde auch bewusst herbeigeführt. Das ist nämlich das, was ich gerne mal sehen würde, weißt du? Oder ich stelle meine eigene Theorie auf. Aber ich glaube, diese ganze East Coast, West Coast Thema und auch das Thema zwischen Pac und Biggie wurde auch herbeigeführt. Aus welchen Gründen auch immer, weißt du? Vielleicht mehr Plattenverkäufe, vielleicht, keine Ahnung, mehr Tote. I don't know, bro. Tell me, what does Tupac Amaru Shakur mean? Okay. Krass, Digga. Der war einfach noch da. Means, I was named after this Inca Chief. Krass. Inca Chief. Really? From South America, whose name was Tupac Amaru, but it's a lot of people. Krass, der war ein Inca. Bro, ich hab Gänsehaut gerade. Tupac Amaru. It's like a whole tribe named Tupac Amaru. So my mom named me after this Inca chief. And I think the tribal breakdown means like intelligent warrior, something like that. But I see. He's a deep dude. Tupac Amaru Shakur kommt am 16. Juni 1971 zur Welt. Gemeinsam mit seiner Halbschwester wächst Tupac bei seiner alleinerziehenden Mutter auf. Es gibt zwar einen Stiefvater, dieser wird jedoch wegen eines Banküberfalls zu einer 60 Jahre langen Gefängnisstrafe verurteilt. Sowohl der Stiefvater als auch Tupacs Mutter Afeni sind damals Mitglieder der Black Panther-Bewegung. Wichtig. Die Organisation setzt sich für die schwarze Community und sozialistische Werte ein. Im Zusammenhang mit ihrem Aktivismus überschreiten die beiden allerdings auch juristische Grenzen. Die ersten Monate der Schwangerschaft mit Tupac verbringt Afeni im Gefängnis. Ihr wird vorgeworfen, zugunsten der Black Panther-Bewegung einen Sprengstoffanschlag geplant zu haben. Okay, das ist wild. Fast und für einige Monate verhaftet, bevor sie in New York ihren Sohn zur Welt bringt. Tupac, seine Halbschwester und seine Mutter leben in einfachen Verhältnissen, bis die Familie nach Baltimore zieht. Dort verbringt Tupac die Zeit, die er später als die glücklichste in seinem Leben bezeichnen wird. Er hat zu dieser Zeit viel Zugang zu Kultur und Kunst verschiedenster Art. Der hat ein behütetes Upbringing gehabt, ne? In seiner Heiß... Hat auch so Kunst studiert oder irgendwas, oder? Hat einen speziellen Fokus auf diese Bereiche. Er beschäftigt sich mit Poesie, Ballett, Theater und zunehmend auch mit Rapmusik. Damals entsteht auch das folgende Interview, in dem Tupac seine Kindheit reflektiert. Er ist damals erst 17 Jahre alt. No, actually, I think it's... Well, okay. My mother, from my mother's point... Well, if you grew up happy, too happy, you know, like in fairy tale land, not fairy tale, I mean... If you grew up where, you know, every Christmas you got a present and every birthday you got a present and... Der wirkt da sehr, sehr happy, ne? Sehr, sehr zufrieden so. Sehr vibes-technisch einfach am Start so. Nicht so Negativity spürt man nicht so viel. Wie später hat man das ein bisschen mehr gefühlt. Holiday was a holiday and everything was peachy. Your parents took care of everything and you just grew up. I don't think that prepares you for the world. You know, my mother had a really bad childhood and my father had a bad childhood and I had a bad childhood, but I love my childhood. Even though it was bad, I love it. I feel like it's taught me so much and I feel like nothing can faze me. You know, nothing in this world, nothing can surprise me. Doch nur wenige Monate nach dieser Aufzeichnung wird Tupac doch vom Leben überrascht. 1988 zieht die Familie abermals um und lässt sich in der Nähe von San Francisco nieder. Zu diesem Zeitpunkt, so sagt Tupac es später selbst rückblickend, gerät er auf die schiefe Bahn. Die Zeit, in der sich in Baltimore künstlerisch ausgelebt hat, ist vorbei. Was hat er in der Hand da? Hustensaft oder was? Stattdessen wird die Familie abermals von der erschütternden Realität eingeholt. I wanted to go to college. I went to school all the way and was ready to go to college. The only thing that stopped me
was money. The time we all the kids in my school was writing applications to go to college. I didn't have no lights and no electricity. Tupacs Mutter Feni ist krass schwer drogenabhängig. Das Verhältnis zu ihrem Sohn leidet darunter stark. Ich bin voll drin, Digga. Ich liebe das, Digga. Fuck, ist der Beste, ja. Sie konsumiert regelmäßig Crack und rutscht immer weiter ab. Tupac selbst beginnt sein Geld mit Drogengeschäften. Ich fühle mich, seitdem ich Tupac zum ersten Mal gesehen habe, fühlt es sich so an, als ob der mit mir verwandt ist. So. Da kommt das Thema Seelenverwandte wieder hoch. Und ich mache auch keinen Scheiß, Digga. Das erzählen viele, aber ich fühle eine Verbindung, Mann, mit dem Bruder. Ich kann das nicht mal richtig in Worte fassen. Ja. Zu verdienen und gibt sich mit zwielichtigen Personen ab. Obwohl er seiner Mutter ihre Sucht übel nimmt, verdient er als Teenager selbst Geld mit Drogendeals. Der Alltag ist für die Familie deutlich härter als im beinahe idyllischen Baltimore. They got little Italy, little everything. They don't have a little Africa, they got the ghetto. And we think that that's ours. That's not even ours. That's just what was left over. Gleichzeitig gelingt es Tupac allmählich im Musikbusiness Fuß zu fassen. Aus dem anfänglichen Interesse für Rap ist nun eine echte Leidenschaft geworden. Diese Musikrichtung lässt sich gut mit zwei anderen Leidenschaften Tupacs verbinden. Zum einen mit dem Tanzen, zum anderen mit dem Verfassen von Reihen. Tupac hat nicht nur ein unbestreitbares Talent, sondern kann mit der Zeit auch wertvolle Kontakte knüpfen. Auch wenn seine Auftritte nur klein sind und meist in lokalen Clubs stattfinden, der junge Rapper fällt auf. Auf der Bühne hat er eine besondere... Geil, Mann, mal so die faktische Vergangenheit von dem Cousin zu hören, so weißt du. Ich habe natürlich selber schon viel recherchiert und mir ist auch einiges bekannt, aber es waren jetzt schon ein, zwei Sachen, die ich gar nicht so richtig wusste. Ausstrahlung. Und 19... Du siehst in ihn etwas, was du selber bist. Deswegen inspirieren uns solche Menschen, bei denen wir das fühlen. Ja, safe. Ja, ich fühle etwas, was ich bei ihm fühle, ich etwas, was ich bei mir auch fühle, safe. Hundertprozentig. Und bei manchen Menschen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich habe schon Menschen getroffen in meinem Leben. Ich habe denen in die Augen geguckt und ich habe gemerkt, ich kenne den. Hört sich komisch an, Digga, aber es ist so. Ich habe schon Menschen kennengelernt oder Menschen gesehen irgendwo und ich habe denen in die Augen geguckt und ich habe gewusst, ich kenne den. Obwohl ich ihn nicht kenne. So. Ist crazy. 91 tragen Tupacs Talent und sein Ehrgeiz erste Früchte. Er wird Background-Tänzer für die Rap-Gruppe Digital Underground. Später folgen eigene kleinere Rap-Parts in den Songs der Band. Wird schließlich das Talent entdeckt, das in den kommenden Jahren zu einem der größten Rapper aller Zeiten wird. Tupac erhält einen Vertrag bei Interscope. Jules sagt, ja, ich habe denjenigen geheiratet. So. So. That's the goal. Bei meiner Ex war das auch so. Eigentlich bei allen meinen Freunden war das so, dass ich, wo ich die zum ersten Mal, das ist halt die Seelenverwandtschaft, das ist auch das, was ich in diesem Video sage, was ich gemacht habe, dieses hier. Das ist eigentlich das, was ich meine damit. Ich bin auch kein Mensch für Freunde. Ich will Seelenverwandte in meinem Leben haben. Ich will Menschen haben, wo ich das Gefühl habe, wir gehören zusammen bis zum Tod. So, das will ich haben. Ich brauche keine Freunde. Ich habe nie mit 1000 Leuten connected und bin mit 1000 Leuten in die Shisha-Bar reingegangen. Und den Talk habe ich gemacht, während ich da mit Laura sitze. Das merke ich auch, wenn ich mit diesen Menschen unterwegs bin, dann passieren auch krasse Sachen und dann kommen auch krasse Sachen aus mir raus, Digga, weißt du? Und das ist halt ein Zeichen auch dafür, dass du mit einem Menschen irgendwo auf eine gewisse Art und Weise verbunden bist. Und das geht für mich halt über Freundschaft hinaus. Die meisten Freundschaften, die ich kenne, Leute sitzen einfach irgendwo mit irgendwelchen Leuten. So, manchmal ist es sogar so, dass diese Leute denen negative Energies geben. Die sind trotzdem mit diesen Leuten da, einfach weil die nicht alleine sein wollen. Das ist für mich nicht das, was ich meine. Ich rede von Seelenverwandten, von Menschen, die für dich bestimmt sind. So, und die gibt's. Katz. Und wenn ich so Leute nicht in meiner Nähe habe, dann bin ich lieber alleine. Einer namhaften Plattenfirma, auf der er 1991 sein erstes Album veröffentlicht. Ab jetzt scheint alles schnell zu gehen. Denn die Platte wird zu einem riesigen Erfolg. Neben zahlreichen Auftritten bekommt Tupac nun sogar Rollen in einigen Spielfilmen. In den folgenden Jahren verkauft der Rapper Millionen von Tonträgern und wird von einem Künstler zu einer Marke. Das ist krass, ne? Er prägt nicht nur den Rap, sondern die gesamte Popkultur. In seinen Texten...
Bruder, alle haben den gefeiert, alle. Schwarz, weiß, rechts, links, egal, alle haben den gefühlt, Bro. Arbeitet Tupac seine schwierige Vergangenheit, macht sich aber auch für politische... Vor allem auch mit diesem Brenda's got a baby, so. Wo dieser eine Crack-Süchtige dann ein Baby hat und das dann in die Babyklappe wirft oder in den Müll schmeißt oder so, weißt du? Das ist so krass, das hat so viele Menschen geprägt, das hat so viele Menschen berührt und die wollten den Song erstmal gar nicht rausbringen, weil die dachten, nee, das ist zu rough, Digga, das ist zu, wer soll sich damit identifizieren, das ist voll krass und so. Das bringt Leute heute noch zum Weinen. Ich habe ein Video gesehen, wo einer das seinem Vater vorgespielt hat, der den Song nicht kannte, der hat einfach angefangen zu weinen. Soziale Themen stark. In den Augen junger Rap-Fans und einem großen Teil der schwarzen Community trifft Tupac mit seinen Songs den Zeitgeist. Andere, wie der damalige konservative Vizepräsident Dan Quayle, können seine Kunst nicht nachvollziehen. Doch solche Kontroversen treiben den Erfolg von Tupac nur noch weiter an. Beinahe jeder Rap-Künstler, den wir heute auf der Bühne sehen, dürfte von Tupac inspiriert gewesen sein. Alle. Ob bewusst oder unbewusst. Auch familiär läuft es für Tupac wieder besser. Seine Mutter Afeni absolviert erfolgreich eine Entzugskur. Das Verhältnis zwischen Mutter und Sohn wird inniger denn je. In seinen 20ern hat Tupac nun also nicht nur eine erfolgreiche... Was ist für dich sein bestes Album? Ich glaube All Eyes on Me, Bro. Das Doppelalbum gewesen, ne? Ja, ich glaube, es hat mich am meisten geprägt. Aber jedes ist krass. Ehre, sondern auch eine gute Beziehung zu seiner Mutter. Zudem verliebt er sich 1996 in seine Freundin Kidada, mit der er sich schon bald verlobt. Doch mit dem Erfolg. Das wusste ich zum Beispiel nicht, Digga. Kidada, die kannte ich gar nicht. Das habe ich noch nicht mies recherchiert gehabt. Wächst auch die Schattenseite. Kapitel 2. Die Kehrseite des Erfolges. Tupac hat der Gewalt, die er aus der Jugend kennt, nicht abgeschworen. Immer wieder gerät er in Schlagzeilen, wegen Drohungen, Schlägereien und Beschimpfung. Beste Szene. Ist auch in meinem Musikvideo mit drin. The wonderful side. Ah, der Digga, Alter, I don't give a fuck, bro. And the not so wonderful. Einfach die ganzen Medien angespuckt, Digga, Alter. 1992 kommt es während einer Autogrammstunde bei einem Festival zu einem Handgemenge. Angeblich zieht Tupac daraufhin eine Schusswaffe, lässt sie dann aber auf den Boden fallen. Dabei löst sich ein Schuss. Die Waffe ist auf ihn registriert, er ist legal dazu befähigt, sie bei sich zu haben. Allerdings spielt zu diesem Zeitpunkt ungefähr 90 Meter vom Festivalgelände entfernt ein 6 Jahre alter Junge auf einem Schulhof. Er stirbt an diesem Tag. What? Durch einen Schuss in die Stirn. Die Polizei kann die Kugel der Waffe zuordnen, die Tupac bei sich hatte. Der am Tag des Die habe ich live gesehen, die Outlaws. Bro, ich habe den einfach Hand gegeben, Dicker. Und der eine hat auch dem Hand gegeben. Da sind wir auf Toilette gegangen. Ich sag so, Bruder, einfach quasi Tupac. Der Typ, Dicker, dem ich gerade die Hand gegeben habe, hat Tupac mal die Hand gegeben. So, ich weiß noch, wir waren auf Toilette, Digga, alle voll im Film, so, oh, krass, Digga, die waren einfach mit Tupac damals unterwegs, dies, das, bla, bla, bla. Und dann kommt einer ins Badezimmer rein und sagt, ey, wenn Pac hier wäre, würde ich dem jetzt einen Blas. Bruder, alle hören auf zu lachen, gucken den so an, kennt ihr diesen Moment so? Bro. Yo. Falls dabei war, erinnert sich 2017 in einem Interview daran zurück. I felt terrible and I felt even worse because it was the first time I seen Pac cry since we was kids. Oh, he cried? Yeah. Of you were questioned by the police, I assume. Uh-huh. But they ultimately never found who did it. Nope. But Pac sort of got the blame for it. Of course. Yeah. I think he got sued. Tupac behauptet, jemand aus seiner Entourage habe die Waffe versehentlich entladen, als er sie vom Boden aufheben wollte. Tupacs Stiefbruder geriet unter Verdacht. Ihm konnte aber nichts nachgewiesen werden, sodass eine Anklage unmöglich war. Daraufhin folgt ein Rechtsstreit mit den Hinterbliebenen des Sechsjährigen. 1995 zahlt Tupac der Familie ein Schmerzensgeld im sechsstelligen Bereich.
1993 wird Tupac erneut festgenommen, als er auf zwei Polizeibeamte in Zivil schießt. Ah, das ist die Szene, das ist die Szene aus dem Film auch. Über den genauen Tathergang gibt es widersprüchliche Angaben. In einigen Aussagen heißt es, Tupac habe aus Notwehr gehandelt. In anderen ist davon die Rede, dass er als Erster eine Waffe gezogen und die beiden Männer nach einem Streit angeschossen habe. Die beiden Polizeibeamten verstricken sich in Widersprüche. Letztendlich einigt man sich darauf, die Vorwürfe beiderseitig fallen zu lassen. Dubios, Digga, komisch. 1994 wird Tupac bei einer Schießerei schwer verletzt. Das Ganze spielt sich im Studio zwei Jahre vor seiner Ermordung ab. Der Rapper befindet sich gerade in den Quad Studios am Times Square in New York City, als das Gebäude überfallen wird. Tupac wird von 5 Kugeln getroffen. Er überlebt den Angriff aber schwer verletzt. Nur 5 Stunden nach seiner Notoperation, die ihm das Leben gerettet hat, verlässt er entgegen ärztlichen Rates das Krankenhaus, im Rollstuhl sitzend. In einem Interview ein Jahr später vermutet Tupac öffentlich, kurz danach ist der Song Who Shot You rausgekommen, Digga, und Diddy hat das entschieden, dass der Song rauskommt und nicht Biggie. Man habe ihm in dem Gott-Studio bewusst eine Falle gestellt. Er beschuldigt den Produzenten Sean Combs, alias Puff Daddy, so wie Puffy, falls du das siehst, Digga, ich weiß, du siehst es nicht, aber fuck you, man. Rapper The Notorious. Sorry, Digga, das ist eigentlich gar nicht mein Vibe, aber so. G.I.G., auch Biggie. Ich komme gerade wieder in meine Hood-Zeiten rein hier, wenn ich Tupac und diese ganzen Sachen mir reinziehe. Beide sollen von dem Plan, das Studio während Tupacs Anwesenheit zu überfallen, gewusst haben. In einem weiteren Interview erinnert er sich wie folgt an den Angriff. Ich fiel auf den Boden. Alles in meinem Kopf sagte, pack zu, so als wärst du tot. Aber das war egal. Sie fingen an, mich zu treten, mich zu schlagen. Ich habe nie gesagt, nicht schießen. Ich war still wie die Hölle. Im Februar 1995 wird er wegen der Vergewaltigung eines weiblichen Fans angeklagt. Schlussendlich wird er nicht wegen Vergewaltigung, sondern wegen sexueller Belästigung zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Nach 9 Monaten im Gefängnis kommt er wieder frei, da eine Kautionszahlung in Höhe von 1,4 Millionen US-Dollar hinterlegt wird. Von niemand geringerem als Shug Knight. Oh shit. Knight ist der Chef von Death Row Records. Und im Gegenzug für die Kautionszahlung wird Tupac verpflichtet, 3 Alben mit der Plattenfirma von Shug Knight zu veröffentlichen. Und damit endet Tupacs Zeit bei Interscope, seinem vorherigen Label, wo er auch sein erstes Album veröffentlicht hat. Und der Wechsel ist vielleicht der Moment, in dem Tupacs Schicksal besiegelt wurde. Weil Death Row Records war ja wirklich nicht Industry-Label, ne? Interscope war ja schon Industry. So, ich weiß nicht, mit wem die Universal oder bei wem die unten drunter waren, aber die waren ja schon Industry. Death Row war ja relativ Outlaw-technisch unterwegs, also sehr eigenständig unterwegs. Was man jetzt sagen könnte, dass vielleicht mit dem Weggang von Interscope dann entschieden wurde, okay, den Cousin müssen wir beseitigen. Keine Ahnung, es gibt so viele Angles eigentlich, wie man da drauf gehen kann, ne? Diddy-Angle, Interscope-Angle, Regierungs-Angle. Da gibt es voll viele Winkel, auf die man, also mit der, wo man auch einfach Theorien aufstellen kann, ne, bei Pac, finde ich. Es ist der 7. September 1996. An diesem Abend findet im MGM Grand ein Boxkampf statt. Das MGM Grand befindet sich mitten auf dem Las Vegas Strip, der Partymeile der berüchtigten Stadt. Dort boxt am 7. September 1996 Ich muss da auch mal hin, ich war noch nie in Las Vegas. Mike Tyson gegen Bruce Helton. Tupac ist im Publikum, um sich den Boxkampf anzusehen. Bei Tyson damals, Bruder, krass. Chuck Knight. Auch Tupacs Verlobte Kidada sowie Mitglieder von Tupacs Entourage sind vor Ort. Schon am Nachmittag stehen die ersten Fans vor der Location. Ja, krass, Digga. Mich würde mal interessieren, was Mike dazu sagt, ja? Hat Mike mal über den Tod geredet, Alter?
von Pac, bestimmt, ne? Habe ich mir noch nie reingezogen. Muss man sich eigentlich mal einen Clip geben auch. Nicht nur Verehrer der Boxlegende Mike Tyson, sondern auch von Tupac. Was sagt ihr übrigens? Kampf Mike Tyson, Jake Paul. Wer macht das Ding? Eins für Mike, zwei für Jake. Und vor dem Kampf ist davon die Rede, dass Tupac sich den Fight am Abend ansehen wird. Tupac selbst verbringt den Nachmittag in einem Casino und gewinnt dort eine Menge Geld. Der Boxkampf dauert nicht lange. Mike Tyson besiegt Bruce Seldon nach 109 Sekunden. Dicker, Bruder. Schon um 20.30 Uhr strömen die ersten Besucher wieder aus dem MGM Grand hinaus auf die Glaubt, der hat immer noch diesen Killer-Instinkt, Alter. Die Videos von seinem Training sind schon krass, Bro. Und ich glaube, wenn er alleine, der hat das ja alles schon durchgemacht, weißt du, wie ich meine? Und der hat das ja auch noch in sich. Wenn er darauf an dem Abend zugreifen kann, dann frisst er den auf. Aber richtig. Von Las Vegas. Auch Tupac und Chuck Knight machen sich auf den Weg. In der Lobby des Gebäudes geraten... Der Körper vergisst nicht, weißt du? Wir haben ja diesen Reminder-Effekt so. Wenn er da reinkommt, ist vorbei. Doch in einer Auseinandersetzung. Um ungefähr 20.50 Uhr gibt es eine Prügelei zwischen Tupac, Chuck Knight und ihrer Entourage gegen Mitglieder der Gang Southside Compton Crips. Die körperliche Auseinandersetzung soll ausgebrochen sein, weil... Guck mal, der eine Dude, da hast du ihn gesehen. Compton Crips. Guck mal, der eine Bruder mit Shorts, der guckt so, der denkt, what the fuck is going on here? Oh, ich geh mal weg, Digga. Die körperliche Auseinandersetzung soll ausgebrochen sein, weil Chuck Knight einer anderen Gang nahesteht. Dem Mob Piro. Und der Mob Piro und die Southside Compton Crips sind verfeindet. Aber um genauere Details zu dem Streit im Casino-Foyer gibt es viele Gerüchte. Ein Mann soll Tupac erzählt haben, dass das Crips-Mitglied Orlando Anderson einem Mitglied von Tupacs Entourage eine Kette seines Labels Death Row Records geklaut haben soll. Daraufhin soll es dann zu einer Schlägerei zwischen Tupac und Orlando gekommen sein, in die sich Mitglieder beider Seiten weiter einmischten. Auf veröffentlichtem Kameramaterial vom Abend des 7. September 1996 ist zu sehen, wie Tupac und Chuck Knight sich eindeutig mit Mitgliedern der Compton Crips schlagen. In anderen Quellen heißt es genauer, jemand aus Chuck Knights Entourage sei einige Wochen zuvor von einem der Crips zusammengeschlagen worden. Okay. Der Mann habe Tupac darauf aufmerksam gemacht, daraufhin soll Tupac den Konflikt eröffnet haben. Es ist kurz nach 21 Uhr, als Tupac und Chuck das MGM Grand schließlich verlassen. Sie fahren zurück ins Motel, in dem Tupac sich mit seiner Freundin und seiner Cousine einquartiert hat. Ich sag ehrlich, manche haben ja auch die Theorie aufgestellt, dass Chuck damit involviert war. Ich sage Chuck hat nichts damit zu tun. Ich sag, der hat nichts damit zu tun, sag ich dir ehrlich. Dort zieht Tupac sich für den zweiten Teil des Abends um. Dabei erzählt er... Einer sagt, das ist fast wie im Deutschrap-Beef. Digga, das hat mit Deutschrap-Beef nichts zu tun. Gar nichts. Cousine und seiner Freundin von dem Streit mit den Crips... Und erzählt begeistert, dass er selbst gekämpft habe wie Mike Tyson zuvor im Boxring. Danach geht es für den Rapper und den Plattenfirmenchef Chuck Knight zur Aftershow-Party. Diese findet im Club 662 statt, einer Location, die Chuck Knight gehört. Später am Abend soll Tupac dort noch auftreten. Die beiden steigen zu zweit in Chuck Knights Wagen. Allein. Tupacs Leibwächter möchte ebenfalls einsteigen, wird aber von seinem Klienten abgehalten. Tupac sagt ihm, er solle mit den anderen in einem zweiten Auto hinterherfahren. Er und Chuck Knight haben noch ein privates Gespräch zu führen. Denn Tupac soll mit dem Gedanken gespielt haben, Death Row Records zu verlassen. Krass, Digga. Trotz des Deals mit Chuck Knight, der ihn aus dem Gefängnis herausgeholt hatte. Um 23 Uhr wird Chuck Knight kurz von einer Polizeikontrolle angehalten. Die Musik aus seinen Boxen ist viel zu laut. Außerdem sind an dem Mietwagen keine Nummernschilder. Trotzdem darf Chuck Knight weiterfahren. Nur die wurden noch von den Bullen angehalten davor? Wenige Minuten später beginnen die Geschehnisse, die wir heute als einen der berüchtigsten Mordfälle der jüngeren Geschichte kennen. Es ist etwa 23.15 Uhr. Das Auto, in dem Tupac und Chuck Knight sitzen, hält an einer roten Ampel an der Flamingo Road.
An der Beifahrerseite hält kurz ein Wagen an, in dem eine Gruppe junger Frauen sitzt. Die Frauen unterhalten sich kurz mit Tupac. Dann fahren sie weiter. Daraufhin hält ein weißer Cadillac neben Shug Knights BMW an. Es ist das Auto, in dem Tupac Shakurs Mörder sitzt. Jemand eröffnet aus dem Cadillac heraus das Feuer auf den Wagen, in dem Shug Knight und Tupac sitzen. Insgesamt werden 13 Schüsse auf das Auto abgegeben. Ich übertreib doch. 4 davon treffen Tupac. 2 davon bekommt er in die Brust. Shug Knight wird durch ein Schrapnell am Kopf verletzt. Das kann ja nicht, also ich weiß nicht, Digga. Wenn Shug Knight damit drin gesteckt hätte, der hätte sich niemals in diese. Das wäre dann so wie bei Biggie gewesen, dass der sogar Tupac in einem ganz anderen Wagen fahren lässt, so mäßig, weißt du? Macht für mich keinen Sinn, dass Shug da involviert war. Was denkt ihr, wer da involviert war? Was denkt ihr, wer der Drahtzieher des Mordes an Tupac ist? Der Drahtzieher. Ist aber bei vollem Bewusstsein. Die Schüsse halten nur wenige Sekunden an, dann fährt der weiße Cadillac davon. Shug Knight macht eine Kehrtwende und lenkt das Auto westlich auf die Flamingo Road. An der Harm Avenue. Kifi D, Auftrag von P. Diddy. Doch, dieser Kifi D ist doch der mit dem Auto, ne? Killuminati, for sure. Kommt das Auto zum Stehen. Schon um 3. Aber Shug muss doch gesehen haben, wer geschossen hat. Naja, in dem Moment weiß ich nicht, ob du das siehst, bro. 20.20 Uhr sind die ersten Polizisten und. Der Schütze war safe maskiert auch. Ärzte am Auto. Einer der Polizisten erinnert sich noch sehr gut an den Einsatz. Er öffnet die Beifahrertür des Wagens. Der schwer verletzte Tupac fällt vor ihm auf die Straße. Er ist bei Bewusstsein, doch ganz offensichtlich ist sein Zustand mehr als kritisch. And I looked at him and I said, tschüss, einer macht ganz komische Verschwörungstheorien auf hier im Chat. Einer sagt, Al-Qaida steckt damit drin. Die wollten Gesellschaftskritik ausüben, habe ich mal gehört. What the fuck, Bruder, was ist denn jetzt los, Digga? Der sagt einfach, Al-Qaida, Bruder, ich küsse dein Herz, Digi. And he looked at me and he was trying to get his breath together and I thought I was going to actually get some cooperation. So he looked back at me and he said, F you. Was? Puck? And after he said that, his eyes kind of rolled back, he started to gurgle and he lost consciousness. Wow. Tupac und Shug Knight werden sofort in das nächstgelegene Krankenhaus eingeliefert. Unmittelbar nach seiner Aufnahme muss Tupac notoperiert werden. Aufgrund innerer Blutung entfernt man ihm den rechten Lungenflügel. He's had a right lung removed. He's back in his room and again he remains in critical condition. He's in the intensive care unit. Is he conscious? Can he communicate with his doctors? He has been conscious. He is under a lot of medication. So he's pretty sedated at this time. He's severely injured, suffering multiple gunshot wounds is obviously a terrible insult to the human body. So he's in very critical condition and he's requiring intensive care and he is receiving that right now. Eine zweite Operation folgt am Mittag des 8. September. Shug Knight konnte das Krankenhaus noch am Morgen des 8. Plot Twist, Tupac lebt noch. Nee, glaube ich nicht, Digga. September mit leichten Verletzungen verlassen. Tupac Shakur kämpft unterdessen um sein Überleben. Die Verletzungen des Rappers sind so gravierend, dass er ins künstliche Koma versetzt werden muss. Medienberichten zufolge glauben die Ärzte, dass er eine 50-50 Chance hat zu überleben. Familienmitglieder und enge Vertraute eilen an sein Krankenbett und stehen ihm Tag und Nacht bei. Vor der Tür des Krankenzimmers stehen sie Wache, aus Angst, jemand könnte hereinkommen und ihm weiteren Schaden zufügen. Die Polizei möchte Shug Knight nach seiner Entlassung natürlich unbedingt als Zeugen befragen. Doch er weicht den Ermittlern aus. Der leitende Ermittler, Sergeant Kevin Manning aus Las Vegas, äußert gegenüber den Medien seine Frustration über den Verlauf der Untersuchung. Er kritisiert vor allem die mangelnde Kooperation von Shakurs und Knights Entourage, die während des Überfalls am Samstagabend am Tatort war. Komisch, ne? Entweder die kooperieren nicht aus Prinzip
Weil die sich denken, fuck the police, so. Das war damals schon, gerade in Amerika, gerade bei den Gangleuten auf jeden Fall auch Thema. Und dass sie sich gesagt haben, wir machen selber Rache. Weißt du? Fuck the police, bro. Wir sagen denen gar nichts, sondern wir gehen selber raus und Blutrache einfach, mäßig. Oder es gibt was zu verbergen. Auch von seiner eigenen Entourage. Man weiß nie, Digga. Wenn das wirklich von oben kam, so wie Wolfkind gesagt hat, ne? Killuminati-Vibes, Bro. Und die den einfach tot haben wollten, weil der zu viel Impact auf eine ganze Generation hatte, Digga. So. Der hat so einen heftigen Impact gehabt, Bro, was der teilweise erzählt hat. Das war krass, weißt du? Das hat Menschen einiges bewusst gemacht. Und wenn das so sein, wenn das so wirklich gewesen ist, könnte es sein, dass die auch seine eigene Entourage damit rein involviert haben. In der Zwischenzeit liefern sich Mitglieder von Shakurs Gefolge, die laut Polizei mit der Blood-Straßengang in Verbindung stehen, ein Handgemenge mit der Polizei. 4 der Freunde werden in Handschellen abgeführt, später aber wieder freigelassen. 5 Tage nach den Schüssen auf Tupac gibt es einen weiteren Todesfall. Ein Gangmitglied der Crips wird erschossen, während er in seinem Auto sitzt. Es geht das Gerücht drum, dass der Mord die Rache für den Angriff auf Tupac war. Das meine ich. Die Behörden halten auch vor Shakurs Krankenhauszimmer Wache, um jeglichen Ärger zu vermeiden. Das wäre nicht das erste Mal, ne, Freunde. Das ist also nicht weit hergeholt, dass die nicht mit der Polizei kooperieren und dann selber Selbstjustiz quasi durchsetzen. So, weißt du, dass sie dann Selbstjustiz machen. Shook stellt sich derweil endlich der Polizei von Las Vegas zur Befragung zur Verfügung. Allerdings behauptet er, keine weiteren Informationen zu haben. Tupac befindet sich eine Woche lang im Krankenhaus. Er befindet sich weiterhin im kritischen Zustand, muss künstlich beatmet werden und hat... Krass, Digga, ich wusste gar nicht, dass er so lange noch gelebt hat, ja? ...immer wieder Krampfanfälle. Am 13. September 1996 endet das Leben des einflussreichen Musikers. Die Ärzte haben als Todesursache Atemversagen und Herz-Lungen-Stillstand angegeben. Tupac Shakur verstirbt im Alter von nur 25 Jahren. Rest in peace, Bruder. Gänsehaut. He was like 1 year older than me. You know, he was only 25 years old. We were just like, what the fuck? Don't ever play yourself. Obwohl die Nachrichten über Tupacs kritischen Gesundheitszustand schon seit Tagen kursieren, sind die Reaktionen auf seinen Tod überwältigend. Ja, Digga, vor allen Dingen, wenn jemand überlebt, ne, und dann so eine Woche lang im Krankenhaus liegt, dann denkt man eigentlich, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass er vielleicht, weißt du, überlebt, ist eigentlich groß, Digga. Denke ich mir so. Tamish, ich küsse deine Zirbeldrüse. Auch außerhalb der Rap-Szene ist man schockiert über den gewaltsamen Tod des Musikers. Eine Musikikone einfach so auf offener Straße erschossen wird und der Täter flüchten kann, ist für viele unbegreiflich. Nur etwa 2 Monate nach dem Angriff auf Tupac stirbt ein Zeuge des Verbrechens. Yaki Kadafi hat am 7. September 1996... Den habe ich gesehen. Nee, doch nicht. Das war der einzige von den Outlaws, der nicht dabei war, weil der auch gestorben ist. ...in dem Auto gesessen, das hinter dem Wagen von Tupac und Shook Knight hergefahren. Bruder, Kadafi war auch krass. Er gehörte zu Tupacs Entourage. Meiner Meinung nach war der der krasseste nach Pac. Kadafi ist nicht nur ein Freund, sondern auch ein Cousin von Tupac. Am 10. November 1996 wird Yaki Kadafi in einer Wohnung im US-Bundesstaat New Jersey erschossen. Später heißt es, Yaki Kadafi habe den Angriff auf Tupac genau beobachten können. Er habe sogar den Schützen sehen können und Blickkontakt mit ihm gehabt. Der ist voll hell, ne? Der hat bestimmt ein weißes Elternteil auch. Zu einer Aussage bei der Polizei ist es allerdings nie gekommen. Die genauen Umstände zu Yaki Kadafis Tod sind leider nicht öffentlich bekannt. Wieso nicht? Fast genau ein halbes Jahr nach Tupac stirbt eine weitere Ikone des Raps. Am 9. März 1997 wird Tupacs großer Konkurrent The Notorious B.I.G. aka Biggie in Los Angeles erschossen. Großer Konkurrent, die waren Homies, Bro. Tupac wollte dem helfen, der hat ihn geliebt.
Auch der Mord an Biggie kann nie aufgeklärt werden. Diddy. Der Rapper wird nur 24 Jahre. Einfach alles auf Diddy blamen jetzt, kennst du? Bis heute ranken sich sowohl um den Tod von Tupac als auch um den von Biggie zahlreiche Legenden. Rest in peace, ihr zwei, ja? Nicht. Was wäre passiert, wenn die beiden Jungs nicht gestorben wären? Das muss man sich mal überlegen. Wie hätte sich Rap entwickelt? Wie hätte sich die Gesellschaft entwickelt? Krass, ne, eigentlich. Zuletzt geht es darum, inwiefern diese beiden Morde zusammenhängen können. Darauf gehen wir auch im folgenden Kapitel ein, wenn wir uns ein paar Theorien näher anschauen. So, rein da jetzt in die Theorie, mein Jutster. Aber alles der Reihe nach. Nach seinem gewaltsamen Tod wird Tupac Shakur nicht vergessen. Wenn überhaupt, wird sein Ruhm durch den tragischen Mord nur zementiert. Das ist auch krass, ne? Dazu haben wir uns auch mal Theorien reingezogen. Da gibt's echt Leute, die sagen, dass gewisse Labels extra Künstler umbringen lassen, damit die mehr Platten verkaufen und dann durch die Decke gehen. Weil die meisten Künstler, also da haben wir uns ein Video zu reingezogen, irgendwie 700%, 1000% teilweise mehr Verkäufe nach dem Tod. Musst du dir mal reinziehen, Digga. Also ich traue diesen Hollywood und diesen Label-Leuten traue ich echt einiges zu, Digga. Ich weiß natürlich nicht, aber ich traue denen einiges zu, Digga. Bis heute ist der Mord an Tupac eines der weltweit größten Popkulturphänomene. Einer schreibt, glaube nicht, dass sie so einen großen Einfluss hätten. Nein, Digga, du hast keine Ahnung, Bro. Was Pac so für die Gesellschaft auch, es geht da nicht nur um Rap und Hip-Hop so. Dazu hättest du halt als schwarzer Mann in Amerika leben müssen oder so, um diesen Impact wirklich mitzubekommen. Den hast du ja in Deutschland, also den spüren wir ja in Deutschland nicht. Deswegen glaube ich safe, dass wenn Pac überlebt hätte, auf jeden Fall einige Sachen vielleicht anders gelaufen wären. Sein Einfluss war schon größer, als die meisten denken. Noch heute wird Tupacs Musik millionenfach gestreamt. Überleg dir das mal, weißt du, wie ich meine? Dokumentationen werden produziert und Bücher über ihn geschrieben. Immer wieder drehen sich die Medien dabei um ein und dieselbe Frage. Wer hat Tupac und damit einen der erfolgreichsten Rapper aller Zeiten getötet? 2018 erscheint die Netflix-Serie Unsolved the Tupac and Biggie Murders. Durch die Ausstrahlung wird neues Interesse an den beiden rätselhaften Mordfällen entfacht. Everyone seems to think they know. Das muss ich leider rausschneiden aus der Reaction-Video. Actually happened. Anyone who was actually familiar with Tupac or the case as it actually went down back in 1996, they say that the case is simple and the reason that we don't have an answer 27 years later, depending on who you asked, is it just as delayed whether it comes to, you know, young black men or people of color not being tried fairly by law enforcement, or depending on the other side, they'll call it street justice and the fact that people don't want to snitch. Das ist ja das, was ich auch meinte. So, da ist unser Thema, meine lieben Freunde. Aluhüte auspacken, wir sind drin. Die Theorien. Immer wieder gibt es sogar Verschwörungstheorien um den Tod von Tupac. Ja, normal gibt es Verschwörungstheorien. Vor allem, weil es halt so uneindeutig ist, was da alles passiert ist, weißt du? Ist ja klar. Auch eine Sache, warum Leute gesagt haben, es kam auch in diesem Video vor, dadurch, dass Verschwörungstheorien aufgestellt werden, wird der Name der Menschen noch größer. Schon krass. Schon krass, ne? Meint ihr, es gibt Labels oder Leute aus der Industrie, die dafür gesorgt haben, dass Menschen umgelegt werden, damit mehr Platten verkauft wird, damit mehr Mythos und Hype um diese Person entsteht, um mehr Geld zu machen. Denkt ihr, sowas wäre rein theoretisch möglich? Würdet ihr das denen zutrauen? Eins in den Chat. Über die Jahre wurde wiederholt das Gerücht gestreut, der Rapper sei nie erschossen worden. Das ist krass, ne? Guck mal, wie jung die sind, Mann. Snoop auch. Würde noch leben. Oh, shit. Tupac not dead. Tupac not dead. Eine der Personen. Das ist krass, Digga. Schuppenheit hat das selber gesagt, ja. Ich meine, das Label heißt Death Row, richtig geschrieben. Und ey, der hat sich doch Ding genannt, ne? Machiavelli auch. Sein letztes Album war doch Machiavelli, oder? Und Machiavelli hat doch was Ähnliches gemacht. Der hat doch seinen Tod vorgetäuscht, oder? Machiavelli, der Originale.
die diese Theorie immer weiter vorantreibt, ist interessanterweise der Sohn von Shug Knight, dem Mann, mit dem Tupac in einem Auto saß, als er erschossen wurde. Er scheint die bekannte Verschwörungstheorie 2019 als Promomasche für sich zu entdecken. Über Instagram-Stories impliziert er immer wieder, Tupac würde noch leben und gerade im Studio an neuen Songs arbeiten. Ja, Ayo. Offenbar nutzt er die dadurch entstandene Aufmerksamkeit für seinen eigenen Versuch, im Musikgeschäft Fuß zu fassen. Du Kelp. Aber auch von Außenstehenden gibt es immer wieder Berichte über Sichtungen des Rappers. Auch nach vielen... Es gibt noch so Theorien. Diesen einen, es gibt so einen Rapper, wo gesagt wird, oder so ein Künstler, der auch so Conscious Rap macht. Das ist Pac und so, aber das ist safe nicht Pac. Dass die Theorie, Tupac habe dem Ruhm entfliehen und ein ruhigeres Leben haben wollen, ziemlich populär. Viel interessanter und vor allem konkreter ist aber die Überlegung, wer zu... Stell dir vor, Digga, stell dir vor, der ist hier in Tulum. Oder stell dir vor, ich gehe irgendwann nach Jamaika oder irgendwo anders hin und dann sehe ich Tupac einfach. So, what's up, man, Alter? Oha. Dann würde ich weinen. Tupac ermordet haben könnte. Vielleicht habt ihr mitbekommen, dass Ende 2023 jemand im Zusammenhang mit dem Fall festgenommen wurde. Da ist er, Keefy D. Allerdings liegt die Vermutung, dass es sich bei dem Mord an Tupac um eine weitaus komplexere Tat handelt. Die ermittelnde Polizei wurde über die Jahre immer wieder kritisiert. Manch einer glaubt sogar an eine Verschwörung des Police Departments von Los Angeles. Tatsächlich gibt es einige Dinge, die während der Polizisten haben Tupac ermordet, glaubt Diddy's Ex-Bodyguard, ziemlich suboptimal gelaufen zu sein scheint. ...2017 wird berichtet, dass die Tatwaffe, mit der Tupac erschossen wurde, 1998 in einem Hinterhof in Compton gefunden wurde. Compton ist ein Vorort von Los Angeles. Allerdings scheint danach niemand in den Strafverfolgungsbehörden über den genauen Verbleib der Waffe Bescheid zu wissen. Demnach soll damals ein Anwohner die Waffe im Compton gefunden haben. Danach gab er sie sofort beim lokalen Polizeirevier ab. Erst 2006 soll einem Polizeibeamten die genaue Adresse des Waffenfundes aufgefallen sein. Damals wird die Polizeiakte zu dem Mord an Tupac noch einmal durchgearbeitet. Und dabei stellt sich etwas Verblüffendes heraus. Die Anschrift passt zum Wohnort einer Lebensgefährtin eines Mitglieds der Compton Crips, also der Gang, mit deren Mitglieder Tupac kurz vor seinem Tod eine Schlägerei hatte. Im selben Jahr wurde die gefundene Pistole bei einer ballistischen Untersuchung als identisch mit der Schusswaffe erklärt, mit der Tupac getötet wurde. Nach dieser Untersuchung soll die Waffe eigentlich an die Polizei von Las Vegas geschickt worden sein. Denn weil Tupac in Las Vegas erschossen wurde, ist die dortige Polizei für weitere Ermittlungen verantwortlich. Beim Police Department in Las Vegas glaubt man aber wohl nicht daran, dass es sich bei der gefundenen Waffe wirklich um die Mordwaffe handeln würde. Why? Das, obwohl die Untersuchungen der Polizei in Los Angeles ja bestätigt haben, dass es die Waffe ist, mit der Tupac ermordet wurde. What the fuck? Bruder, das sieht mir stark nach Vertuschung aus teilweise hier. Ein Team aus Investigativjournalisten versucht einige Jahre später herauszufinden, ob die Waffe nun bei der Polizei in Las Vegas liegt oder in Los Angeles. Leider aber ohne Erfolg. Keine der beiden Polizeidienststellen gibt an, die Waffe in ihrem Besitz zu haben. What the fuck, bro? Seither gilt die Mordwaffe als verschollen. Und das Rätsel um den Tod an Tupac ist noch größer geworden. Komisch, ja? Die Ermittlungen geraten schon 1996 schnell ins Stocken. Die Polizei begründet das damit, dass die allermeisten Zeugen extrem unkooperativ gewesen seien. Polizeigewalt gegenüber schwarzen Menschen ist damals wie heute ein komplexes Thema. Viele Rapper beschäftigen sich intensiv damit und bringen das Problem mit ihren Texten in den 80ern und 90ern erstmals in den Mainstream. In benachteiligten afroamerikanischen Vierteln halten sich damals viele Menschen an den sogenannten Kodex der Straße. In dieser sozialen Dynamik ist die Beziehung zu der Polizei sehr angespannt. Dieser Code of the Streets ist womöglich einer der maßgeblichen Gründe, weshalb wir auch heute noch so wenig über den Mord an Tupac wissen. Kann mit reingespielt haben, aber ich glaube, da steckt noch anderes dahinter so. Weil das mit der Mordwaffe zum Beispiel, dass sie einfach so verschwunden ist, hat mit diesem Code zum Beispiel nichts zu tun. You said the shots came from the back. Big Dre. Orlando, who shot Tupac? I'm gonna keep it for the cold of the streets. It just came from the backseat, bro.
Gleichzeitig hält sich das Gerücht, dass einige der zuständigen Polizeibeamten just came from the backseat, bro. Bindung zu Death Row Records, dem Label von Shook Knight, gehabt hätten. Allerdings gibt es dank der spärlichen Informationen über die Tatwaffe immerhin eine weitere Verbindung zu den Southside Compton Crips. Eine Freundin eines Gangmitglieds soll dort gewohnt haben, wo 2 Jahre nach dem Mord die Tatwaffe gefunden wurde. Und wir wissen, dass Tupac in den Stunden vor seinem Tod Ärger mit Mitgliedern der Gang hatte. Genau das bringt die Polizei schon in den 90er Jahren auf eine interessante Spur. Im September 1997 reicht ein junger Mann namens Orlando Anderson eine Klage gegen die Erben von Tupac Shakur ein. Also lediglich 1 Jahr nach dem Mord an Tupac. Anderson bezieht sich auf angebliche Schäden, die er bei der Schlägerei mit dem Rapper im MGM Grand erlitten haben soll. Nun fordert er eine Schmerzensgeldzahlung. Denn Orlando ging während der Prügelei zu Boden, als mehrere Personen aus dem Umkreis von Tupac und Shook Knight auf ihn einschlugen. Tupacs Mutter, Afeni Shakur, reicht daraufhin eine Klage wegen widerrechtlicher Tötung gegen Anderson ein. Sie behauptet, Anderson sei der Mörder ihres Sohnes. Und mit dieser Vermutung ist Afeni Shakur nicht alleine. Mehrere Polizeibeamte geben im Laufe der Jahre an, sicher... Weiß nicht. Ja, manchmal ist... Also, weil Tupac auch so einen krassen Impact hatte und weil er so groß war und so, es wäre diese Erklärung für die meisten Leute zu einfach. Manchmal ist es auch einfach zu easy gedacht, weißt du? Aber manchmal ist auch die einfache Verbindung die eindeutigste Verbindung. Man weiß es nicht, Bro. Man weiß es nicht. Sein, dass Orlando Anderson Tupac erschossen habe. Der Mord am Rapper Tupac könnte eine Art Racheakt für die Schlägerei im Casino gewesen sein. Noch dazu steht Shook Knight. Wenn der ein Gangmitglied war, dann ist es auf jeden Fall möglich, dass es passiert ist so. Mit Tupac unterwegs war, einer rivalisierenden Gang nahe. Doch wie so viele Schlüsselpersonen in diesem Fall lebt auch Orlando Anderson nicht mehr. Nur 2... Das ist halt krass, dass die alle draufgegangen sind, ja? Nach den Schüssen auf Tupac wird Anderson am 29. Mai 1998 getötet. Er wird bei einer Gangschießerei in Los Angeles umgebracht. Was halt auch Carmen ist, so, ne? Gangschießerei, dies, das, blablabla. Also das ist jetzt auch nicht weit hergeholt. Schwierig. Zuletzt hat er immer bestritten, für den Mord an Tupac verantwortlich zu sein. Is it Orlando? Yes. Let me just ask you point blank. Did you kill Tupac Shakur? I'm not in kill Tupac. Krass, dass es solche Interviews gibt, ja? Der lacht ein bisschen, ne? I'm not in kill Tupac. Glaubt ihr ihm? Was fühlt ihr, Chat? Fühli-Vibes. Fühlt mal in euch rein. Glaubt ihr ihm oder nicht? Is it Orlando? Die Lippe verdächtig. Let me just ask you point blank. Did you kill Tupac Shakur? I'm not in kill Tupac. Der freut sich auf jeden Fall, dass Pac tot ist. Das spüre ich. Der fühlt das, dass er tot ist. Das merkst du, wenn er das ausspricht, so was er... Weißt du, wie ich meine? Tupac Shakur. I'm not in kill Tupac. Es könnte sein, dass er beteiligt war und es fühlt. I mean, I don't know why, you know what I'm saying? They would even say something like that. Also, dass es ihm nicht leid tut, dass Pac gestorben ist, fühlt so auf jeden Fall. Ob er beteiligt war, weiß ich nicht. Allerdings wird es in Bezug auf Orlando Anderson 2018 noch einmal entscheidende Neuigkeiten geben. Doch bis diese Information ans Licht kommt, gibt es weitere 20 Jahre, die mit Spekulationen gefüllt sind. Crazy. Oder er ist ein Echsenmensch. Oder so. In der US-amerikanischen Rap-Szene der 90er Jahre gibt es eine große Rivalität zwischen der Ost- und der Westküste. Das Label Death Row Records, das Shook Knight gehört, und bei dem... Macht mal E oder W rein. Welche Seite nehmt ihr an? Oder habt ihr damals angenommen? Ich bin W, Bro. W oder I, Bro. Alle in den Chat jetzt. Ws und Is in den Chat, Digga. Ich will's sehen. Unter Vertrag steht, gehört zur Westküste. Der direkte und vielleicht größte Konkurrent von Tupac gehört allerdings zur Ostküste. Der Rapper The Notorious B.I.G., kurz Biggie. Er steht bei Bad Boy Records unter Vertrag. Immer wieder kommt es im Laufe der 90er zu dem ein oder anderen verbalen Schlagabtausch zwischen Tupac und Biggie. Das ist im Rap gang und gäbe, also nichts Ungewöhnliches. Allerdings gibt es Theorien, dass die Feindschaft zwischen Tupac und Biggie weit über szeneninterne Konkurrenz hinausging.
Kurz vor seinem Tod veröffentlichte Tupac einen Diss-Track gegen Biggie. Tupacs damaliger Leibwächter war davon wenig begeistert. Er sorgte sich darum, Biggie oder jemand aus seinem Umfeld könnte sich gewaltvoll an Tupac rächen. Tupacs jüngster Song, Hit 'Em Up, ist eine wüste Abrechnung mit Rapper Biggie Smalls und anderen Protagonisten der Hip-Hop-Konkurrenz von der Ostküste. Ein mehr als ernstes Problem für den Leibwächter. Ich stellte Pac zur Rede, was soll denn der Song? Und er meinte, ha, hast du ihn gehört? Der ist scharf, oder? Sie spielen ihn überall, in allen Clubs, das wird so geil, bla bla bla. Und ich sagte, bis heute, Diggi, bis heute. Du brauchst dringend mehr Security. Allein werde ich mit dir nicht mehr fertig. Nur wenige Tage vor seiner Ermordung ist Tupac bei den MTV Video Music Awards zu Gast. In einem gemeinsamen Interview mit Rapper Snoop Dogg wird er auf die Fehde mit Biggie angesprochen. Er winkt allerdings ab. Obwohl er dabei gegen Biggie stichelt, dementiert er eine ernsthafte Konfliktsituation. We peacefully coexist right now because we all cool. Everybody's here, everybody's, they sell records, we sell records. Well, I guess you could call that selling records, what they do. We sell large amounts of kurzer Front Visio. And they sell a few records and really it's no competition. People are really making too much out of it than it is. Bevor Biggies Karriere Mitte der 90er Jahre an Fahrt aufnimmt, sind er und Tupac sogar eng mit seinen... Krass aber, dass er das so sagt, ne? Komisch, Digga, weil der geht ja davon aus, dass Biggie dafür verantwortlich war, dass der angeschossen wurde vorher. Und dann den Song Hushachi rausgebracht hat. Und da auf einmal voll so auf gechillt. Nö, alles gut, wir koexistieren, ist nur ein kleiner Beef. The fuck? Freunde. Tupac unterstützt den ein Jahr jüngeren Rapper und hilft ihm bei den ersten Schritten im Musikbusiness. Das gute Verhältnis geht aber mit dem ersten Attentat auf Tupac 1994 in die Brüche. Wie im ersten Teil des Videos erwähnt, wurde Tupac damals in einem Studio angegriffen und schwer verletzt. Er selbst beharrte darauf, dass Biggie einer der Drahtzieher hinter diesem Attentat... Digga, diese Videos waren damals legendär, Alter. Dieses Ding mit Biggie und Pac und so, wo die da saßen und dann gerappt haben und so. Das haben wir uns auch auf Krampf irgendwie organisiert. Damals war das nicht so easy, dass du einfach diese ganzen Sachen hattest. Auch zum Beispiel... Das Tape von Up in Smoke Tour zum Beispiel, das war wie Gold damals, weißt du? So. Erst Kassette, danach gab's es noch auf DVD. Das hat vielleicht einer gehabt aus der ganzen Freundesgruppe, so. Und dann hat man das gegenseitig ausgeliehen und wenn einer Kratzer drauf gemacht hat, hat er Schläge gekriegt. Richtig wild. Gewesen sein. War nicht Internet kurz anschmeißen einfach. Biggie dementiert das zwar immer, doch der Vorfall 1994 dürfte einer der Gründe sein. Auch die, wo wir vorhin drüber geredet haben, so Pornos und so ein Scheiß, da gab's auch DVDs früher. Da haben wir auch unter Kumpels quasi so verliehen, Digga, und immer gecheckt, wenn einer das einem geliehen hat, dann immer erstmal die Kratzer angeguckt, so, du Wichser, Alter, du hast hier Kratzer drauf Ah, ich hab grad Filme im Kopf, Bruder. Weshalb er noch immer oft als möglicher Verdächtiger für den Mord an Tupac genannt wird. Es heißt, Puff Daddy habe der Gang Southside Compton Crips Geld gezahlt, damit sie den Mord an Tupac durchführen. Richtige Beweise dafür gibt es allerdings nicht. Und Biggie selbst hat für die Mordnacht ein Alibi. Und wie vorhin schon erwähnt, wurde er ein knappes halbes Jahr später selbst ermordet. Auch dieser Fall bleibt ungelöst. Allerdings kommt hier wieder der größere Konflikt ins Spiel. Denn der East vs. West Coast Streit ist in der Szene eine ernste Angelegenheit. Und im Zentrum des Ganzen steht ein Mann, den viele heute als den Keil sehen, der zwischen Tupac und Biggie getrieben wurde. Clive Davis. Sean Combs. A.K.A. Clive Davis. Bekannt unter dem Namen P. Diddy oder Puff Daddy. A.K.A. Clive Davis, Visio. Mal gucken, was beim Diddy-Fall noch alles so. Ey, ich kann mir wirklich vorstellen, bei so vielen Dingen, die gerade exposed werden auf der ganzen Welt, dass irgendwann noch Informationen auch über den Fall rauskommen werden, so. Die man nicht erwartet. Gino, was läuft, Digga? Alles gut? Nicht nur Tupac und Biggie sind Konkurrenten, sondern vor allem die Personen, die hinter den beiden stehen. Shug Knight, der Tupacs Plattenlabel Death Row Records führt, hat einen öffentlichen Konflikt mit P. Diddy, der wiederum Biggie managt. Denn dank Biggies Durchbruch mit seinem ersten Album gewinnt P. Diddy immer mehr Macht in der Rap-Szene. Dass Shug Knight sich dadurch bedroht fühlt, ist kein Geheimnis. Immer wieder greift Shug Knight P. Diddy auf öffentlicher Bühne an. Nach einem dieser Angriffe wurde der Bodyguard von Shug Knight ermordet. Und Shug beschuldigt P. Diddy, den Mord angeordnet zu haben. Offiziell ist das Ganze bis heute ungelöst.
Auch in Bezug auf Tupacs Mord wird P. Diddy immer wieder als möglicher Drahtzieher genannt. Als Mentor von Biggie hätte er durchaus Interesse daran gehabt, den größten Konkurrenten seines Schützlings auszuschalten. Hat er seine Hand da in der Hand? Das sieht so aus, als ob Biggie auf Diddys Schoß sitzt, ne? Sieht ein bisschen komisch aus, Bro. So auf süß, ne? Von Seite. Nebeneinander. Ja, normal sitzen die nebeneinander, aber wie er seine Hand so nimmt. Also so würde ich mit meinem Girl dann sitzen. Sowas macht man doch nicht, Digga. Jetzt mal ganz ehrlich jetzt. Ich will jetzt hier nicht toxisch maskulin sein, ne? Aber wie der seine Hand anpackt, so. Der sitzt so da und du greifst so rüber und packst so seine Hand von oben an, so. Wer macht sowas? Bruderliebe. Okay. Brother Love. Dabei wird auch die Möglichkeit ins Spiel gebracht, Diddy habe den Mitgliedern der Compton Crips 1 Million US-Dollar gezahlt, um den Mord durchzuführen. Auch in Ermittlerkreisen ist diese Theorie durchaus vertreten. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran, dass der Streit zwischen Tupac und Orlando Anderson im Casino wegen einer geklauten Kette entbrannte. Orlando soll diese Kette von einem Mitglied von Death Row Records, Tupacs Plattenlabel, gestohlen haben. Es gibt ein Gerücht, demnach P. Diddy auf jede Kette des Konkurrenzlabels 15.000 US-Dollar Kopfgeld ausgesetzt haben soll. Das ist zwar nur Hörensagen, vor dem Hintergrund der Theorie, aber ein interessanter Aspekt. P. Diddy selbst schweigt zu den Vorwürfen. Wenn er in Interviews darauf angesprochen wird, weigert er sich, nähere Auskunft zu geben. Ah, das habe ich schon gesehen bei Breakfast Club, Digga. Er bestätigt die Gerüchte also nicht, aber ein Dementi sieht allerdings auch anders aus. Blend mal ein, Bruder. Ah, das war interessant. Andere glauben, Shug Knight habe den Mord an Tupac selbst eingefädelt. Glaube ich nicht. Demnach habe er Tupac viel Geld geschuldet. Genau wegen dieser Schulden werden... Und Pac wollte angeblich auch aus dem Label raus, ne? Hat er ja vorher gesagt. ...seine Plattenfirma 1997 auch von Tupacs Mutter verklagt. Und Diddy so zu Big Papa, komm, das ist ganz normal. Noch kurz ein Video gezeigt, wie ein anderer das auch gemacht hat, so wie ich. Außerdem soll Tupac geplant haben, bei einem anderen Plattenlabel zu unterschreiben. Shug Knight selbst hat Tupac zu dem Boxkampf eingeladen und hat ihm danach angeboten, in seinem Auto mitzufahren. Und das, obwohl er ja wusste, dass die professionelle Beziehung zwischen den beiden möglicherweise enden würde. Aber Tupac hat auch gesagt zu dem Bodyguard, ey, ich muss mit Shug reden und so, steig mal nicht mit ein, weißt du? In der Theorie könnte Shug Knight also angeordnet haben, Tupac aus dem Weg zu räumen, um ihm die Schulden in Millionenhöhe nicht zahlen zu müssen. Laut einem Der hat Augen wie ein Frosch, sagt 95 BPM. Nicht wie ein Frosch, Digga. Diddy ist Bro. Hast du nicht mitbekommen? Hier. Warst du dabei? Ja, ich war da, Digga. Hat alles Pack mir so erzählt. Das ist Diddy, Bruder. Diddy or Diddy not? Vishu. No Diddy. Die zuständigen Polizeibeamten gäbe es zudem keine Aufzeichnung darüber, dass Shug Knight während des Angriffs wirklich verletzt wurde. Zu der angeblichen Wunde durch Kugelsplitter gäbe es keine Vermerke des Krankenhauses oder der Polizei. Shug Knight sitzt derzeit eine 28 Jahre lange Haftstrafe ab. Das ist auch entspannt. Allerdings nicht in Verbindung mit dem Mord an Tupac. Der hat doch irgendein Homie von sich überfahren am Set oder so, ne? 2015 tötete Shug Knight 2 Menschen. Vielleicht kennt ihr den Film Straight Outta Compton, der sich mit der Rap-Szene der 90er Jahre auseinandersetzt. Shug Knight fühlt sich in diesem Film falsch dargestellt. Im Januar 2015 trifft er auf einem Parkplatz auf einen Mann namens Clee Sloan. Er ist derjenige, der die Produzenten des Films beraten hat. Shug Knight konfrontiert ihn und die beiden geraten in einen Streit. Shug Knight fährt Clee Sloan daraufhin mit einem Auto an, wobei Sloan schwer verletzt wird. Typ auch, ne? Knight fährt davon und überfährt dabei seinen früheren Geschäftspartner Terry Carter. Shug Knight ist inzwischen Mitte 50. Immer wieder gibt es Gerüchte, dass er eine schwere Krankheit habe. I'm a therapist who goes to therapy. And some people think that's strange. Stark, stark. Die machen krass Werbung für Therapie aktuell, ne? Habe ich gesehen, auch bei Bradley Martin im Podcast. Überall ist BetterHelp gerade. Die machen überall Promo. Wenn es herauskommt, ist fraglich. Vor seiner Verurteilung hatte Shug Knight in Interviews immer wieder kryptische Andeutungen und merkwürdige Aussagen zu Tupacs Tod gemacht.
Im Prinzip bestätigt Shug Knights Verhalten genau das, was auch die Polizei als Grund für die schleppenden Ermittlungen angibt. Die Zeugen in diesem Fall sind extrem unkooperativ. Niemand scheint mit der Polizei sprechen zu wollen. Allerdings gibt es einen Mann, der das zumindest in Teilen ändert und sich damit selbst extrem verdächtig macht. Ist es Kifi? ...2018 kommt nach dem Erscheinen einer Dokumentation noch einmal viel Bewegung in den Fall. Es tauchen wieder zahlreiche Personen in den Medien auf, die einem... Ich fand die Doku irgendwie nicht so krass, Digga. Ich hab die kurz reingeschaut mit diesen komischen Schauspielern und so, weiß ich nicht, fühle ich nicht. ...zu den Geschehnissen um den 6. September 1996 haben. Unter ihm... Kifi it out, motherfucker. ...sein Mann namens Dwayne Davis, auch bekannt als Kifi D. Er gibt an, auf dem Vordersitz des Fahrzeugs gesessen zu haben, aus dem die tödlichen Schüsse auf Tupac abgefeuert wurden. Gleichzeitig beschuldigt er seinen Neffen Orlando Anderson, neben einer weiteren Person auf dem Rücksitz gesessen zu haben. Warum macht man sowas? Orlando Anderson ist das Mitglied der Compton Crips, das vielfach verdächtigt wurde, Tupac erschossen zu haben. Mit der Schlägerei, ja, haben wir verstanden. Kifi D weigert sich aber zunächst, den Namen des tatsächlichen Schützen zu nennen. Er sagt also nicht, ob er seinen eigenen Neffen Orlando oder die zweite Person, ein junger Mann namens Big Dre, auf dem Rücksitz beschuldigt. Als Begründung... Warum macht er das überhaupt? Komisch. Er müsse sich an den Kodex der Straße halten. Abgesehen von einem konkreten Namen erzählt er allerdings zahlreiche Details aus der Mordnacht. We came up Harlem and here he coming at BMW. All the chicks was like, Tupac. He was like, hey, like a celebrity, like he was in a parade. He wouldn't even been out the window. We would have never seen him. Krass, der sagt, hätte er nicht aus dem Fenster, wäre er nicht aus dem Fenster gekommen, hätten wir ihn niemals gesehen. You said the shots came from the back. Big Dre, Orlando, who shot Tupac? I'm looking for the cold of the streets. It just came from the back seat, bro. Der Cousin ist irgendwie nicht vertrauenswürdig, finde ich. Den Medien brüstet Kifi D sich damit, einer der wenigen Zeugen des Mordes an Tupac zu sein. Brüstet out, man, Alter, der will doch nur Fame, der Cousin. In Interviews erzählt er bereitwillig seine Version des 6. September 1996. Außerdem erzählt er, er habe schon 2010 gegenüber einigen Polizeibeamten ausgepackt. Damals hatte er eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Drogenmissbrauchs in Aussicht. Jahre später ist Kifi aber immer noch frei und spricht mit zahlreichen Medien über den Tod von Tupac Shakur. Dabei ist er bemüht, sein 2019 erschienenes Buch Compton Street Legend zu bewerben. So. Da ist es doch. In diesem Buch behauptet er nun, sein Neffe Orlando Anderson sei es gewesen, der auf Tupac geschossen habe. Bruder, was bist du für ein Onkel, Digga? Ist das dein Ernst? Bro. Weil Orlando ist, das ist ja auch Grabbeschmutzung quasi, Alter. Orlando ist ja tot schon. Digga. Kifi räumt lediglich ein, die Waffe besorgt und im weißen Cadillac gesessen zu haben. Nach der Prügelei im MGM Grand hätten sich die Compton Crips und vor allem Orlando Anderson an Tupac rächen und deshalb erschießen wollen. Anderson kann dazu natürlich keine Stellung mehr nehmen. Er wurde 2 Jahre nach dem Mord an Tupac ja selbst erschossen. In seinem Buch schreibt Kifi D über den Tatablauf unter anderem: Einer meiner Jungs auf dem Rücksitz schnappte sich die Glock und fing an, nach hinten zu feuern. Als die Kugeln weiterflogen, habe ich mich geduckt, um nicht getroffen zu werden. Jahrelang zieht Kifi D durch die Medien und erzählt die Geschichte immer und immer wieder. Bis das Ganze 2023 ein Ende nimmt. Denn 27 Jahre nach dem Mord an Tupac Shakur ist er die erste Person, die im Zusammenhang mit der Tat verhaftet wird. Breaking news just into CNN. Las Vegas Police have arrested a suspect in connection with... Willst du mir jetzt sagen, dass der 20 Jahre in Interviews darüber redet und dass sie den dann erst nach so vielen Jahren dann... Hä? 1996 drive-by shooting death of legendary rapper Tupac Shakur. Hey, Keith, Metro Police, come over here. Hey, Metro Police, come over here, all right? Thanks, buddy. Come on over here. Appreciate your cooperation, okay? I'm gonna stand right here in front of the car. Yep, sir. Nope, we're going to put it down. I know, hang on, put that down for a second, all right? Am Morgen des 29. September 2023 wird Kifi D... So auf entspannt, Digga, das war jetzt die Festnahme? Heftig. Metro Police, come over here. Hey, Metro Police, come over here, all right? Thanks, buddy. Come on over here. Appreciate your cooperation, okay? I'm gonna stand right here in front of the car. Yep, sir. Yep, we're going to put it down. I know, hang on, put that down for a second, all right?
Am Morgen des 29. September 2023. Auf Guten Morgen Basis, so. Bruder, hier, du bist kurz fest. Komm mal kurz rüber hier. Ist gefickt jetzt. Beefy Dean. Das ist komisch, ja. Mit dem Mord an Tupac Shakur festgenommen. Als die Polizisten auf ihn zukommen, fragt er nicht einmal nach dem Grund seiner Festnahme. Kommt irgendwie gescriptet rüber, die Situation, ne? Sei ehrlich, Chat. Kommt irgendwie gescriptet rüber, Alter. Er geht bereitwillig mit den Polizeibeamten mit. 2 Monate zuvor, im Juli 2023, hat es bei Kifi... Du lässt dich doch nicht einfach so auf entspannt verhaften, oder? Ehefrau einer... Was soll der machen? Rennen mit... Bro, man versucht doch irgendwie sein Bestes auf jeden Fall. Oder wenigstens diskutieren, Digi. Du lässt, alles klar, Digga, nimm mich mal fest, Digga, auf entspannt. Du fragst wenigstens, ey, was geht ab? Was passiert hier gerade? Warum? Durchsuchung gegeben. Dabei wurden nach Beweisen und Indizien im Zusammenhang mit dem Fall Tupac gesucht. Die Polizei beschlagnahmte zahlreiche Tablets, iPhones, USB-Sticks, Computer und Fotodateien. Dass Kifi D nun festgenommen wird, gleicht einer Sensation. Allerdings sind sich Anhänger von Tupac einig, dass Kifi D nicht der alleinige Mörder ist. Noch immer... Ja, ist auch irgendwie, Digga, weiß ich nicht, bisschen spät, oder? ...muten viele P. Diddy als den eigentlichen Drahtzieher, der die Mitglieder der Compton Crips einfach mit dem Mord beauftragte. Vielleicht mussten die nach dieser Doku einfach irgendjemanden verhaften. Auch Shook Knight hat sich aus dem Gefängnis in einem Interview mit TMZ zu der Festnahme von Kifi D geäußert. Mit einer ziemlich verblüffenden Aussage. Let's get one thing straight. First and foremost, me and Kifi D played on the same Pop Warner football team. And whatever the circumstances, if he had an involvement with anything, if he didn't have any involvement with anything, I wouldn't wish somebody going to prison on my worst enemy. And I never had nothing bad to say about Orlando because, number one, he wasn't a shooter. Number two, he came to my hearing and told to let me go and tell the truth. They still didn't let me go. To summarize. You are saying Orlando was not the shooter, although you won't say who the shooter was. You are not saying whether Kifi was involved in any way in the shooting. And you are saying that if you're called to testify by either side, you will not comply. You will not testify. Do I have that right? Yeah, 100%. I wouldn't go. I wouldn't testify. None of that. You know, at the end of the day, free Kifi D. Free Kifi D. Free Kifi D. Das macht Schuck gerade irgendwie Ich bin verwirrt. Nach der Verhaftung von Kifi D haben sich noch weitere Personen aus dem Business zu Wort gemeldet. Unter anderem der Rapper 50 Cent. Auf seinem Instagram-Account lädt er das letzte aufgenommene Foto von Tupac hoch. Er zeigt den Rapper neben Schuck Knight in dem Auto, in dem er nur wenige Minuten später erschossen wird. Darunter schreibt 50 Cent, verdammt, Pac wurde also von Brother Love beseitigt. Vielleicht ist das auch von Shook Knight dann so Free Kifi D-mäßig, weil Shook auch weiß, dass Diddy eigentlich dahinter steckt. Warum sagt das aber keiner, Digga? Warum spricht das nicht mal einer aus? Weißt du? So Pac got lined by Brother Love. Einfach Brother Love. Zeit, einen Anwalt zu holen. Das könnte heikel werden. Damit bezieht 50 Cent sich ganz direkt auf P. Diddy. Denn dieser ist auch unter dem Namen Brother Love bekannt. Tatsächlich soll Kifi... Warum eigentlich? Warum ist er unter dem Namen Brother Love bekannt? Weil er Homies auch mag, Digga? Weil er auf dem anderen Ufer rumschwimmt? Oder was ist da der Hintergrund? 2008 erzählt haben, P. Diddy habe ihm den Auftrag gegeben, sowohl Tupac als auch Shook Knight zu ermorden. Kifi D habe dann die Tatwaffe besorgt. Nun sagt er aus, sein Neffe Orlando habe die tödlichen Schüsse abgegeben. Es wird in jedem Fall spannend zu sehen, ob der mittlerweile 60-jährige... Hat er sich selber so genannt, oder was? Nein! Wie jetzt? Ich komme nicht. Ich dachte, das ist so ein Meme. Ich dachte, das haben die dem gegeben, weil der so. Weißt du? Dwayne Davis noch umfangreichere Aussagen machen wird. Sollte es im Rahmen der Anklage einen Durchbruch geben, halte ich euch auf meinem Zweitkanal auf dem Laufenden. Insolito Crime News. Den Link dazu findet ihr in der Infobox. Da Dwayne Davis, aka Kifi D, nun. Der macht so True Crime, ne? Der Insolito. Prozess wartet, wird der Fall Tupac Shakur noch einige Zeit in den Medien bleiben. Und es bleibt zu hoffen, dass er nun endlich lückenlos aufgeklärt werden kann. We look at death from a selfish side, like, you know, that guy died. Oh, it's so sad. Why is it sad? He's away from all of this bad stuff that's here on Earth. Facts.
I mean, at the worst, he's just somewhere quiet, no nothing. At best, he's an angel, or he's at the next existence, or he's a spirit somewhere, you know. Geil, Digga, der Bruder war auch spirituell. What is so bad about that? It's only bad for the people who he left, because you guys are mad. That's like some crab in the bucket type stuff. I mean, it's harsh analogy, but that's what it's like, though. In retrospect. Bester Mann. How would you say that your life has been? What would you say about your life? How would you define it? I would say it's been like a test on my faith. You know what I'm saying? You know how, I guess his name is Job in the Bible, who God just did all this crazy stuff to him just to make sure his faith was straight. And that's how it was. It made me... didn't have all this stuff, I don't think that my feet would have been so firm to where I could stand up for anything, you know, and I would be less ready to deal with what's out, less ready to deal with what's out, less ready. Ah, Bruder, ich mal, wenn ich den höre und sehe, das ist einfach, Bruder, Gänsehaut. Tupacs Mutter wird das leider nicht mehr erleben. Afeni Shakur starb 2016 im Alter von 69 Jahren. Dennoch warten zahlreiche andere Angehörige, Kollegen, Freunde und Fans bis heute auf eine vollständige Lösung des Falls. Denn genau das macht den Mord an Tupac Shakur zu solch einem Phänomen. Der Fall ist definitiv lösbar. Es gibt Leute, die die Wahrheit kennen. Zwei Personen, die bei dem Mord dabei waren, Shook Knight und Dwayne Davis, leben noch. Und mit Dwayne Davis wird einer von ihnen in Kürze vor Gericht stehen. Die Frage ist wohl, ob einer von den beiden irgendwann dazu bereit sein wird, konkret zu werden. Ich halte euch, wie gesagt, auf Insolito Crime News auf dem Laufenden. Dort gibt es auch zweimal wöchentlich Updates zu aktuellen Kriminalfällen und Cold Cases. Denn in vielen Fällen gibt es natürlich neue Entwicklungen, nachdem hier bei Insolito Dokumentation keine Updates mehr. Mich würde auch euer Feedback zu diesem Video interessieren. Wünsche ich euch mehr Videos zu ungelösten oder fragwürdigen Todesfällen unter Prominenten? Wenn ja... Krasses Video, Digga. Krasses Video. Ich bin kein True-Crime-Fan. Deswegen werden wir wahrscheinlich kein Video mehr von ihm reinziehen, weil ich bin kein Fan von True-Crime. Ist mir zu negativ irgendwie. Aber das Pack-Thema musste man einfach... Ich musste mir das reinziehen, weil es einfach auch ja persönlich ist bei mir. Ich liebe Pack. Pack hat mich geprägt, habe ich am Anfang schon gesagt. Ich fand das Video echt gut, Alter. Viele verschiedene Perspektiven, viele Informationen, gut zusammengefasst. Liebe geht raus an dem Video, Ersteller. Ich küsse deine Zirbeldrüse. Danke für das Video. Leute, eure Theorien, Gedanken, Vermutungen, was ihr fühlt und denkt, unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Ich liebe euch. Peace out.